Hallo auf bottlepot.com. Ich möchte heute ein paar E-Mails beantworten. Und zwar habe ich in den letzten Tagen und Wochen ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die da unten auf den Ask Marlene-Button gedrückt haben und mir eine Frage gestellt haben. Und einige dieser Fragen haben sich wiederholt. Und genau diese Wiederholungsfragen möchte ich einmal hier kurz beantworten. Und zwar kam relativ häufig die Frage nach der Trinktemperatur von Rotwein. Und da hat zum Beispiel unter anderem Dominik gefragt, ob es wahr sei, dass man Rotwein bei Zimmertemperatur am besten trinken soll. Und Dominik, es ist nicht wirklich wahr. Und zwar, dieses mit der Zimmertemperatur, das stammt noch aus Zeiten, wo wir die Räume nicht so gut heizen konnten, wie wir sie jetzt heizen können. Das heißt, als wir noch in Gemäuern wohnten, wo man keine Zentralheizung hatte und so weiter, da war die Raumtemperatur, die Zimmertemperatur weitaus niedriger als das, was wir jetzt hier haben. Wenn wir jetzt in der Küche sitzen bei 26 Grad und Rotwein trinken wollen, dann ist das für den Rotwein ein Tick zu warm. Es gibt so Vorschläge, so Orientierungshilfen, nachdem man sich richten kann. Und zwar, beim Rotwein liegt das zwischen 16 und 20 Grad. Je nachdem, was für einen Rotwein wir haben. Wenn wir einen ganz kräftigen, gerbstoffreichen, alkoholstarken Rotwein haben, dann servieren wir den zwischen 18 und 20 Grad. Wenn wir einen leichteren Wein haben, dann bei ungefähr 16 Grad. Also je nachdem, was für einen Wein wir da haben, zwischen 16 und 20 Grad servieren wir ihn. Getrunken wird er dann etwas wärmer. Und zwar, wenn wir ihn dann ins Glas einschenken, dann erwärmt sich der Wein ja automatisch so ein bisschen. Und dann trinken wir ihn halt ein bisschen, ein paar Grad wärmer. So, außerdem kann man Wein natürlich auch wunderbar, auch Rotwein, im Sommer in den Kühlschrank reintun. Und zwar habe ich das diesen Sommer so ein paar Mal gemacht und das ist wirklich absolut erfrischend, wenn man den dann im Sommer, gerade bei so warmen Außentemperaturen, einfach mal so auf 14 Grad oder auf 12 Grad runterkühlt, kann ganz, ganz erfrischend sein. Außerdem, und das ist eben die ganz allerwichtigste Sache von allen Sachen, es ist ganz wichtig, dass es euch schmeckt. Das heißt, wenn ihr den Rotwein am liebsten bei 26 Grad trinkt, dann tut das einfach. Denn beim Genießen gibt es ja keine Regeln oder keine Vorschriften und deswegen soll man eigentlich immer nur das machen, was einem am besten schmeckt. Aber wenn man sich nach Vorgaben so ein bisschen orientieren möchte, dann sollte man den Rotwein zwischen 16 und 20 Grad servieren. So, und ich möchte jetzt auch nochmal ganz kurz was zeigen. Ich habe hier ein kleines Thermometer, das habe ich von meiner Schwester Julia mal geschenkt bekommen. Damit kann man die Weintemperatur messen und überprüfen, ob man auch tatsächlich den Wein richtig temperiert hat. Und ich habe jetzt hier ein Glas Rotwein, das hatte ich, den Wein, der stand in meiner Küche. Und jetzt habe ich den mal in ein Glas eingeschenkt. Da tue ich das Thermometer rein und dann gucken wir gleich mal, wie warm das in meiner Küche ist. Es gibt auch noch solche Flaschenmanschetten, das kann man um die Flasche rummachen und dann wird einem angezeigt, wie warm sind so Temperaturfühlmanschetten. Kann man sehen, wie warm die Flasche ist, bevor man den Wein sozusagen serviert. So, während wir jetzt warten auf die Temperatur, habe ich noch einen kleinen TV-Tipp. Und zwar gibt es morgen, also von mir aus gesehen jetzt morgen, morgen am Donnerstag, den 23. Oktober um 22.15 Uhr im HR-Fernsehen einen Bericht. Und zwar die erste Weinlese für Europas modernsten Weinkeller. Im Rheingau gibt es nämlich den Hospitalkeller im Kloster Eberbach. Und das ist der modernste Weinkeller Europas. Den hat man gebaut für 15 Millionen Euro. Und er ist 5000 Quadratmeter groß. Also wer sich das mal angucken möchte, wie das da aussieht oder wie die Weinlese dort abläuft, der kann das tun morgen, 23. Oktober 2015 im HR-Fernsehen. So, außerdem wurde ich einige Mal, also insgesamt dreimal gefragt von verschiedenen Leuten letzte Woche, ob ich das hier bei bottleplot.com komplett alleine mache oder ob ich ein Team habe, was mir mithilft und so weiter. Also, die Antwort auf diese Frage ist jein. Ich habe das Ganze hier nicht komplett allein auf die Beine gestellt, sondern ich hatte Unterstützung von so einigen Leuten. Und zwar war da zum Beispiel einmal Ralf. Ralf hat die kompletten Fotos gemacht für bottleplot.com. Er hat mit mir zwei so richtige Fotoshoots gemacht und wir haben dann in zwei Tagen ganz viele Bilder gemacht und ich finde, die sind echt ganz cool geworden. Also vielen, vielen Dank, Ralf, für die coolen Bilder, die du gemacht hast und es hat super viel Spaß gemacht an den zwei Tagen. Also wir haben echt die ganze Zeit da rumgeeiert und hatten ganz viel Spaß dabei.
Das war wirklich echt cool. Also danke, Ralf, für die Fotos. Außerdem, das Bottleplot-Monster. Das hat meine Freundin Sandra gemacht. Und ich, als ich diesen Entwurf gesehen habe, war ich sowas von happy darüber, denn dieses Bottleplot-Monster passt wie die Faust aufs Auge zu dieser Website und zu der Philosophie von bottleplot.com. Und da habe ich mich echt ganz, ganz, ganz doll drüber gefreut. Also vielen Dank, Sandra, für das Monster. Außerdem habe ich diese Website nicht selber programmiert. Man glaube es kaum. Nein, das hat Michael gemacht. Und zwar ist das der andere Duffy. Also ich bin einmal Duffy und dann gibt es aber noch einen anderen Duffy, der zu mir gehört. Und das ist Michael. Und der hat diese Website programmiert. Und zwar immer nach seinem ganz normalen Arbeitstag, nachts, hat er sich nächtelang die Nächte um die Ohren geschlagen und hat bottleplot.com programmiert. Und Duffy, dafür möchte ich mich ganz, ganz doll bei dir bedanken, dass du mir diese richtig coole Website programmiert hast. Danke, Duffy. Thank you, Duffy. Und außerdem habe ich Unterstützung gehabt bei der Pressearbeit. Das heißt, die komplette Pressearbeit hat, und das muss ich jetzt eigentlich mal ganz anders erzählen, und zwar, es gibt in Hamburg eine PR-Agentur, die heißt Hoschke & Konsorten. Und Hoschke & Konsorten, die haben eine interne Hoschke-Akademie. Und die haben mich als Projekt ausgewählt für ihre Hoschke-Akademie. Und da haben dann drei junge Damen dran gesessen und haben für einen ganz langen und großen Zeitraum die komplette PR für bottleplot.com gemacht. Und zwar sind das Friederike, Saskia und Christina. Und euch möchte ich ganz, ganz, ganz doll danken dafür, dass ihr das gemacht habt, dass ihr so viel Arbeit da reingesteckt habt, dass ihr super kreativ wart und so weiter. Und natürlich Hoschke und Konsorten möchte ich dafür danken, dass ihr mich unterstützt habt, dass ihr mein Projekt für die Hoschke Akademie ausgewählt habt. Also vielen, vielen Dank für die super Pressearbeit, die ihr für mich und für den Start von bottleplot.com gemacht habt. So, und den Rest von bottleplot.com, da bin ich dann immer am Werk. Und zwar mache ich die Blogs komplett alleine. Ich nehme das alleine auf. Ich drücke dann auf den Knopf, renne um den Tisch rum, mache die Weinverkostung, renne wieder rum, drücke wieder auf den Knopf und dann schneide ich das Ganze alleine und lade das dann hoch. Das kann ich mittlerweile auch ganz alleine. Und das sind sozusagen die Beteiligten, die mitgeholfen haben, bottleplot.com auf die Beine zu stellen. So, und jetzt wollen wir noch ganz kurz gucken, wie die klingelt das Telefon, wie die Temperatur in meinem Wein ist. Ich gehe da jetzt nicht ran. Habe ich gerade keine Zeit. Und zwar sind das hier 22 Grad. Das heißt, dieser Wein wäre jetzt für den optimalen Trinkgenuss wäre der jetzt ein Ticken zu warm. Das heißt, ab in den Kühlschrank damit, ein bisschen runterkühlen, gar kein Problem. Und dann kann man ihn in einer halben Stunde oder Stunde dann bei der perfekten Trinktemperatur genießen, wenn man das dann möchte. So, und das, meine lieben Weinfreunde, war es jetzt fast von meiner Seite aus. Wenn ihr gern auf die Mailinglist möchtet, dann könnt ihr euch darauf setzen. Und zwar, da oben über mir ist ein kleiner Subscribe-Button, der ist pink. Und da könnt ihr raufdrücken und dann könnt ihr euch selber auf die Mailinglist draufsetzen. Und zwar bekommt ihr dann sofort eine E-Mail, sobald ein neuer Blog hochgeladen ist, also ein neues Verkostungsvideo oder so ein Newsfeed-Video wie dieses hier, bekommt ihr sofort eine E-Mail, werdet sofort benachrichtigt. Und wenn ihr irgendeine Frage zum Thema Wein habt, dann könnt ihr diese stellen, wenn ihr da unten auf den Ask Marlene-Button raufklickt und mir dann da poppt so ein kleines Window, so ein Pop-up-Window, es springt ein kleines, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich spreche den ganzen Tag Englisch hier zu Hause, deswegen fällt mir das nicht so einfach, sofort ganz spontan die passenden Worte auf Deutsch immer zu finden. Also auf jeden Fall könnt ihr mir da eine Frage stellen und die werde ich dann in den nächsten Tagen ganz, ganz schnell beantworten. So, und das war es jetzt von meiner Seite aus und ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, je nachdem, wann ihr es guckt, vielleicht auch einen schönen Tag und ich sehe euch ganz bald wieder. Bis dann, ciao.